Witcher. Ah, es fährt! Moin, sind herzlich willkommen zurück zu PixArk. In der letzten Folge ist es uns gelungen, ein bisschen zu leveln und wir haben ein paar coole neue Sachen freigeschaltet, unter anderem neue Werkzeuge. Eine Kupferspitzhacke und eine Eisen, also Kupferaxt, Kupfereisenaxt. Wenn ich noch 14 Copper-Ingots bekomme, könnte ich auch einen Bohrer machen. Dann hätten wir wieder einen Boris. Bin jetzt Level 40, cool. Und ich kann jetzt bestimmt dieses Erz da oben in der Ecke abfarmen. Mit dem Kupferwerkzeug, was ich jetzt hab. Also wenn wir erstmal Eisen haben, noch irgendwas, dann kann ich Springstiefel bauen. Eiserne Springstiefel. Wie geil. Ah, jetzt wird's geil, meine lieben Freunde. Jetzt kommen wir so langsam in die Regionen, wo wir neue Sachen entdecken, die es auch in Ark nicht gibt. So, wo war das Erz? Da oben war das, ne? Mhm. Die komische Komischkeit. Oh ja, jetzt mit Level 40 kann ich auch Eisenwerkzeuge machen. Und einen Ankylosattel. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, es geht. Man kann es jetzt abbauen. Eisen ist es. Das ist Eisenerz. Ist aber echt nicht viel hier, ne? Ziemlich magere Ader. Dann müssen wir wohl, wie in Minecraft, uns mal nach unten bauen. Ja, wir müssen jetzt, glaube ich, wirklich anfangen zu minen, tatsächlich. Wenn wir hier die hochentwickelten Materialien ausbeuten wollen. Ist nicht so wie bei Ark, wo einfach mal irgendwo ein Klumpen rumliegt. So, und den kann man einfach mal so abstauben, so im Vorbeigehen. Nee, nee. Jetzt müssen wir wirklich nach Erz suchen. Aber es gibt ja einen Ohrdetektor. Einen Scanner. Mhm. Nehmen das jetzt alles mit. Huch. Hast du gerade die Fackel? Ja, so kann man es auch machen. Ich habe meine Fackel verloren. Ups. Oh. Ja, da ist er weg. So, die Ressource ist komplett ausgebeutet. Es gibt nichts mehr. Und hier unten, da war noch, genau. Da ist noch versteckt Kupfer. Ja. Oh. Sehr gut, das nehmen wir jetzt alles mit hier. Wie das klingt. Haha. War's das schon? Okay, dann war das wohl schon. Das war's schon. Das ist aber wenig, ey. Da gab's aber mehr Eisen als Kupfer. Warte mal, manchmal müssen ist es doch... Hier, leuchte nochmal hier hin. Komm mal her, komm mal nochmal. Weil es ist wie bei Minecraft auch, du musst immer die Blöcke rundum auch nochmal freilegen, um zu gucken, ob da nicht vielleicht die Ressource noch weitergeht. Ja, hier geht nämlich die Ader weiter. Guck mal, die gräbt sich hier so rein. Ja, dass man seine Fackel nicht auf den Boden stellen kann. Ich darf übrigens auch festhalten, dass ich die Steinblöcke jetzt auch schneller zerstört kriege mit der Kupferspitzhacke. Also guck mal hier, ich kann mich fast schon wie durch Dreck durchbuddeln. Stimmt, also, so zwei Hits oder so, dann ist es weg, ne? Genau, zwei Hits und dann ist der Stein kaputt. Sehr gut. Eine wunderbare Erkenntnis, meine lieben Freunde. Ganz wichtig. Also wie bei Minecraft eigentlich auch. Dann könnten wir wirklich aus diesem kleinen Loch hier mal so ein Minchen machen. Ein Minchen. Ein Minchen. Eine gute Mine im bösen Spiel. Wir sollten auf jeden Fall so schnell wie möglich zu einer industriellen Großproduktion übergehen. Aber das Ökosystem... Ach nee, das ist anders. Das ist ein anderes Spiel, du. 48 Eisendinger kann ich hier machen. Eisendinger. Gasoline kann man auch machen und Glas. Und für Glas brauche ich Sand. Habe ich nicht aus der Wüste ganz viel Sand mitgenommen? Ach nee, stimmt. Das habe ich alles wieder weggelegt, glaube ich. Oder ist hier noch irgendwo Sand? Ich habe noch ganz viel Sand. 100 Sand. Nee, Moment, das ist Dreck. Verdammt. Ich hab noch Sand. Ich hab nur noch Dreck. Moment, ich tu den Sand. Ich schmeiß ihn hier auf den Boden. Ja. Warte. Dann kann ich den gleich zu Glas umwandeln an sich. Für was anderes brauchen wir den, denke ich mal, nicht. Und Sandstein, hier habe ich nur zwei, das lohnt sich nicht. Sand einschmelzen. Ja, in Glas. Oh, guck mal, es geht sogar gleichzeitig. Ja, wunderbar, dann können wir uns ein Glashaus bauen. Und ihr wisst, liebe Freunde, wenn man im Glashaus sitzt, sollte man immer im Keller kacken. Wir haben keinen Keller. Oh nein, wir können nicht mehr kacken. Ist übrigens sehr schön, wie oben das ganze Kohlendioxid in den Raum über uns abgeleitet wird. Von der Verbrennung hier unten. Kommt doch aus dem Dach raus. Der Tyrannodon hier, der wird eingenebelt.
So, was habe ich denn noch an Engrams? 344, komm, da kann ich noch ein bisschen mehr ausgeben jetzt hier. Copper Helm und Copper Gloves, Sword Display, Copper Gate gibt's auch. Wooden Lifting Rack. Attach the wood platform to the wooden lifting track to make a wooden elevator. Ja, ein Elevator! Wir erinnern uns ja noch an die schönen Zeiten mit dem Elevator. Okay, hier kann ich nicht mehr. Was ist denn bei Industrial? Was kann ich denn da schon? Firearm Worktable. Gunpowder. Pistole. Pistolenkugel. Scope. Flashlight. Wie ich jetzt hier alles freischalte. Holt Eisen ran. Dann mache ich Eisenwerkzeuge. Magic. Magic Sleepy Arrow. Magic Workbench. Inscription Book. Architecture Master. Oh, man kann auch aus Bambus bauen. Bamboo Ceiling, Bamboo Divider. Es gibt eine Glühwürmchen-Säulenlampe, wo du dann die Glühwürmchen reinpacken kannst. Die gibt's auch für die Wand. Du kannst die auch in eine normale Lampe reinpacken, die Glühwürmchen. Das ist ja cool. Und wie mache ich das? Ich weiß es nicht. Wo mache ich das? Dass es eine Glühwürmchenlampe gibt. Ja, aber wo mache ich das denn? Requires learning the corresponding blueprint. Ja, danke. Wie? Wo lerne ich den denn? Vielleicht ist es eine Belohnung für eine Quest. Übrigens könnte ich jetzt auch einen Zentaurensattel machen. Den kann man auch rein. Einen Zentaurensattel, okay. Ich habe, glaube ich, gleich wieder ein Level up. Ja, ich muss noch irgendwas töten. Ich level jetzt mal noch ein bisschen, damit ich auch Level 38 bin wie Lone Star. Dann kann ich auch so Züge und sowas machen. Nee, ich bin Level 40. Ja, oder Level 40, ist ja egal. Ist das überhaupt mein Bär, auf dem ich gerade dachte schon fast, ich hätte Lava gefunden. Aber ich glaube, es ist was anderes. Ich glaube, ich habe Gold gefunden. Ja, aber das kann man, glaube ich, noch nicht abbauen. Da brauchen wir Eisenwerkzeug. Wahrscheinlich nicht. Wenn die Logik logisch ist, dann müssten wir dafür Eisenwerkzeug brauchen eigentlich. Logik logisch ist. Wenn die Logik logisch ist. Es ist eine gewisse Logik in der Logik. Gott, ich habe gerade gelesen, your Broma defecated Fiomi. Er hat einfach nicht aufgehört zu kacken. Echt? Nee, das ist Sulfur. Kann das mit dem Dödi ernten. Sulfur. Sulfur ist auch wichtig, glaube ich. Denke ich. Bestimmt für Gunpowder und so. Hänge ich denn jetzt hier wieder fest? Sulfur. Ne? Für den Flammenwerfer. Die Kinder lieben sowas. Ja, da müssen wir nur noch Fuchor finden. Ach, mein Bär hat keine Stamina. Deswegen ist er so langsam. Jawoll. Mann, dauert das jetzt lange, bis man hier ein Level-Up hat. Ey, ohne Witz, ich glaube, die Einstellung fürs Leveln, die ist auch irgendwie nicht richtig. Ja, irgendwie ist hier so einiges nicht mehr so richtig. Jagd die Pteranodon, die bringen dir gut XP. Okay. Da hinten ist einer. Ich muss noch weg. Ja, aber wenn ich schnell genug schlage, kann ich sie mit dem Bären schon töten. Ja gut, das stimmt. Ich muss nur schnell genug sein. Wie gesagt, wenn ich zu langsam bin, dann fliegen sie weg. Ich muss natürlich auch erstmal einen finden, der gelandet ist gerade. Denn Bären können leider nicht fliegen. Hallo. Bam. Ich glaube, es wird windig. Oh nein. Oder? Klingt so ein bisschen. Carbonemis! Komm her, Carbonemis. Ich töte dich, ich töte dich. Ich töte dich, jawoll! Der Dödi wird von Wölfen angegriffen, von zwei Stück. Oh nein! Oh nein! Da waren eben noch keine. Ich habe keine Stamina, ich kann nicht hinrennen. Kein Wolf mehr, ich kann auch nicht hinrennen. Ich versuche hinzulaufen noch. Es hat sich eingerollt, jetzt lassen sie es in Ruhe. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich mach mal die Wölfe platt, ne? Ja, mach das. Ich wollte ja eh leveln. Das sieht aus, als wenn der Pteranodon brennt bei uns obendrauf. Ja. Oder raucht ziemlich viel. Ist sehr gesund auf jeden Fall. Haha, das hat der XP gegeben hier. So, warte mal. Mehr Leben. Und da sind nochmal zwei Kandidaten für die Sparbüchse.
Hier ist ein Gigantopithecus, Level 14. Den könnten wir jetzt auch passiv tämen. Das könnten wir machen, ja. Die Wölfe haben überhaupt kein Rudelverhalten. Wenn ich einen angreife, ignoriert mich der andere trotzdem noch. Pfeifen. Tja, wirklich. Das sind echte Pfeifen. Aber die beiden haben mir jetzt tatsächlich ein halbes Level beschert. Oh, gibt's hier kein Redwood-Biom? Oh, hier ist so ein kleiner Eisdrache. Das mit Tilacoleo und Mikroraptor und Pullovia. Ja. Gott, sag nicht Pullovia. Sag nicht Mikroraptor. Sag nicht Trodon. Ja. Dann kommen sie nämlich wirklich irgendwann. Weil sie dich gehört haben. Im nächsten Patch sind sie dann drin. Dann müssen wir alle heulen. Tun wir das nicht sowieso schon. Also ich bräuchte jetzt noch irgendwie sowas wie ein Wolf oder so. Dann würde ich noch ein Level abkriegen, dann könnte ich die Schienen und das alles freischalten. Ich versuche jetzt mal hier auf den Berg hochzugehen. Ich gehe jetzt mal ins Schneebiom. Da sind Wölfe. Und Bären. Oh Gott sei Dank, der Bronto hat vergessen, dass ich sein Ei habe. Der ist nämlich auch noch hier. Ich komme hier nicht hoch. Ah, jetzt. Jetzt komme ich hoch. Bär, du musst springen. Du musst fliegen. Lern fliegen. Du schaffst das, ich weiß es. Bayern kann er nicht hoch, ne, aber... Hier ist, nur die eine. Hier ist einer. Hier komme ich hoch. Komm! Ja! So, jetzt brauche ich Wölfe. Geradeaus. Jawohl, Aufklärung. Der ist Level 54, der Wolf. Den müssen wir eigentlich tamen. Naja, ich brauche aber Level. Aber Wolf. Ja, ich lasse ihn leben, meine Güte. Ich hole ihn runter. Können wir ihn überhaupt tamen? Ja, sicher. Nicht, wenn das Spiel wieder sagt, Tame Limit erreicht. Ja, stimmt. Ach so, ja, das ist ja der Punkt. Jetzt noch so. Zwei andere Paras und so, bevor wir es versuchen. Okay, Wolf ist im Anmarsch. Ein Para könnten wir tatsächlich noch wegmachen. Der Zweig kann sowieso alles besser farmen als die Paras. Aber dann machen wir das Männchen weg, weil das Weibchen legt Eier. Nein, der Wolf ist am Dödi. Hä, die legen doch keine Eier, die doch. Tiere hier. Echt? Kann man die verbannen? Ich habe schon ein paar Eier in. Also. Ich habe schon ein paar Eier halt in den Kühlschrank gepackt jetzt. Der Wolf ist verloren. Fertilisierte Eier? Nee, keine fertilisierten, aber halt. Ne? Ah, normale, okay. Ich weiß nicht, wofür man es brauchen kann, aber vielleicht braucht man es irgendwann. Mann, ich bin zu blöd zum Hüpfen hier. Das alte Minecraft-Hüpfspiel. Aha. Dein Wolf ist ist im Loch hier vorne an der Basis. Ja. Eingelocht. Ah, hier ist ein Wolf Level 6, den kann ich jetzt aber töten. Du arbeitest? Was? Ja. Ja, ich habe das Level ab, das ich noch brauche. Nee, habe ich nicht. Ich mal den Wolf aber fast. Themen. Gleich habe ich's. Gleich habe ich das Level ab. Ein kleines Tier muss ich noch töten. Da unten diesen Ice Dragon. Ich kann ja auch mal hier so einen Low-Bob Petri töten. Gleich kommt bestimmt der die Mutter von den Ice Dragons und tötet mich. Die Eiswivern. Die Eiswivern, genau. Oh, da ist noch ein Wolf. Die Melodie schon da hinten. Anderes Spiel. Oh, hier ist ein Level 59er Wolf. Oh. Der ist Mate boosted. Vielleicht sollte ich mich zurückziehen. Töte ihn. Stimmt, warte mal, hier ist noch einer. Level 9. Kann die eigenen Tiere gar nicht verletzen. Nee, kann man die freilassen? Können sie ja fressen lassen. Level up. Kann sie ja nicht freilassen. Level up. Der voll kacke. Level up. Du. Ich gebe hier gleich den Löffel ab. Ich habe ein Löffel ab. So, Moment, jetzt gleich mal gucken hier. Bei Industrial war das mit den Minecarts oder? Nee, bei Metallurgie, ne? Metall. Oh yeah, Horizontal Track, Upward Track, Mini Train, Downward Track, Train Station, Mini Train. Geil, geil. Es ist Minecraft.
Der Dödi ist dem Wolf gefolgt und auch ins Loch gesprungen. Da oben ist übrigens noch ein 59er Wolf, falls der jetzt stirbt. Naja, der Wolf stirbt nicht und Dödi liegt da eingerollt neben. Ja, dann ist da alles gut. Dann wacht er immer wieder kurz auf, haut den Wolf und dann rollt er sich wieder ein. Was ist denn da gerade bei unserer Base explodiert? Ich war das, Entschuldigung. Ich sehe nur so. Dachte ihr schon, es ist hier wieder irgendwas hingelaufen und zerstört alles. Ah, nicht ganz, nur ich. Ich komme. So, nein, ich stehe im Bären drin. Warum? Wenn ich absteige, bin ich immer im Bären drin. Warum? Wieso? Weil er mich aufisst. Weiß nicht. Er isst mich direkt danach, nach dem Reiten. Ah, hier wird angebaut. Sehr gut. Es ist doch ein bisschen sehr eng geworden hier. Das stimmt. So, jetzt will ich mal gucken, was brauche ich denn für die Cards? Und so hätten wir dann auch noch Platz, um... Train Station. Holz wird gebraucht. Sekunde mal. Holz wird gebraucht. Ich mache mir jetzt eine kleine... Ich muss das jetzt noch machen heute, Leute. Das muss ich unbedingt machen. Der Decoration hat, guckt ja vorne aus der Base raus, aus dem Dach. Was? Welcher Decoration? Wir haben so einen Sonnenschutzschirm irgendwie. Ein Hirn. Sonnenschutzhirn. Ja, das auch. Ja, unser Hirn braucht dringend Sonnenschutz, das stimmt. Das sieht so schön aus. Ach ja, da. Ey, das sieht voll gut aus. Wie, als wenn wir es so gewollt hätten. Haben wir doch auch. Ja, haben wir ja auch. Das ist ja genau so gewollt, ne? Deswegen. Ja. Wir sind Kompis vor der Tür. Ja, lasse doch. Das ist wie bei den Zeugen Jehovas. Ja, das ist wie mit den Zeugen Jehovas. Darfst du nicht aufmachen. Die Mauer ist aber nicht komplett, glaube ich, oder? Sonst hast du ganz schnell ein Jahresabo. Ja. Kommen sie jeden Tag vorbei. Ich habe jetzt übrigens die Möglichkeit, Schienen zu bauen. Und das werde ich jetzt tun. Aber sowas von. Zug fahren. Ja, es gab nichts Schöneres in Minecraft, als diese Zugsysteme zu bauen. Und auch automatisiert dann, dass sie von selber gefahren sind und so. Das war demnächst so fahren cool. Wir überall hin. Wir brauchen keine Dinosaurier mehr. Das ist so super cool. Warte. Craften. Also, ich brauche erstmal. Ich mach mal von jedem. Von der machen wir mal 4 Stück. Von der machen wir mal. Warte mal, Engram Left Track allows the train to turn left, must be connected to another train track. Dann machen wir davon mal 2 und davon auch mal 2. Genau, nach oben und unten will ich nicht. Willst keine Achterbahn bauen? Nee, ich will erstmal nur einen Kreis, also ich will erstmal nur gucken, wie sich das hier verhält. Er will erstmal nur einen Kreis fahren. Ja, ich will erstmal nur so eine Kreisbahn machen. Muss mal klein anfangen. No Snap Point. Aber ich sehe das schon. Wenn wir irgendwann total am Verzweifeln sind, dann setzen wir uns einfach in so ein Kart und fahren im Kreis. Ich habe schon das erste Problem. Ich kann es nicht setzen. Es hat keinen Snap Point. Kein Ground or Snap Point. Brauchst du eine Art Bahnhof oder so? Es gibt eine Train Station, aber ich glaube ja mal nicht, dass ich die überall haben muss. Oder muss ich? Moment. Weiß nicht. Hier ist einfach mal ein Bronto neben unserem Gate gespawnt. Da, wo ich gerade aufgemacht habe. Natürlich. Ah ja, okay. Die Train Station kann man setzen. Blödes Vieh. Und kann ich da jetzt die Tracks... Ah, ich kann die Tracks an die Station ranmachen. Bleib draußen. Ah. Oh. Ah. Ich habe einen Kreisverkehr gebaut. So, Moment. Jetzt brauche ich noch ein Kart. Nein, Bronto. Fiber brauche ich noch, Moment. Ich brauche Fiber.
Mehr. Viel mehr. Ja, jetzt so. Reicht schon. Okay. So. Craft. Craft. Aha. Und du? Wie fahre ich damit rum? Einsetzen. Ah, Fuel. Fuel muss rein. Geht aber irgendwie nicht. Was verbrennt denn das? Verbrennt das vielleicht zufällig nur hier, wie heißt's? Gasolin? Ich guck mal, was brauche ich denn für Gasolin? Das können wir ja hier in unserer Schmelze schon machen. Für Gasoline brauchen wir Barrel of Oil. Ja, ist klar. Wo kriegen wir Barrel of Oil her? Bauen Turm. Ölbauturm. Eine Orbühl. Örbuhl-Insel. Wahrscheinlich müssen wir dafür noch ein bisschen leveln, kann das sein? Industrial? Ja, Petroleum Barrel. Das braucht, das gibt's erst ab Level 55. Scheiße. Aber das kann doch nicht sein, man kann doch das, nicht... Genau, das kann nicht stimmen. Also das kann nicht der einzige Treibstoff sein. Ich habe mich auch gewundert, als man irgendwas bei 50 rum Munition für die Sniper machen kann, aber erst auf 75 die Sniper selber. Aber dann haben wir jetzt ein Minecart, das nicht funktioniert. Das ist doch irgendwie sinnlos. Hold for Options. Ja, es ist Deko. Kohle. Ah, ja, das kann man natürlich noch wirklich noch mal probieren. Haben wir nicht schon Kohle irgendwie bekommen? Hat wer Kohle? Ich weiß, wo es Kohle gibt, sagen wir es so. Ich habe noch keine. Ich weiß, wo es Kohle gibt. Ich weiß, wo es Kohle gibt. In der ich Mine. Ja, aber auch woanders tatsächlich. Auf einem Berg, der direkt neben uns ist. Ach, da hinten, ja, das auch. Und da gehe ich jetzt hin, da hole ich mir jetzt Kohle und dann gucke ich mal, ob das geht. Stimmt, in Minecraft, ist es nicht in Minecraft auch Kohle? Für die Minecarts? Glaub ja, oder? Könnte das sein, ja. War doch auch so. Also es gab in Minecraft ungepowerte Minecarts und es gab gepowerte Minecarts, ne? Oh, hier ist ja auch noch ein Erz. Das Kupfer, glaube ich. So, jetzt habe ich Kohle, jetzt will ich mal probieren, ob das geht. Ja, es geht! Advance. Ah. Hä? Okay. Witcher. Ah, es fährt! Ich will rein, ich will einsteigen. Wie geht es? Hey! Oh nein. Bist du eingestiegen? Nein, ich bin draufgesprungen. Ich mir auch. Mir schwindelig. Ich glaube, mir wird schlecht. Ich muss hier raus. Doch. Ich bin zu doof. Ich kann's nicht. Ja, doch. Oh mein Gott. Und kann ich damit jetzt irgendwie... Ich kann es stoppen lassen. Irgendwo da hinten. Ich such den gleich mal. Da gehört das Loch für den Team. Stell dich dazu. Oh mein Gott, diese Drehungen, diese schnellen. Ja. Das ist überhaupt nicht komisch. Oh mein Gott. Willkommen auf dem Rummel, genau. Ich habe einen Zug gebaut, einen Spielzeugzug. Den lassen wir jetzt einfach so weiterfahren, würde ich sagen. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ah, er überrollt mich. Er lässt mich nicht raus. Oh Gott. Oh, scheiße. Ich liebe es. Kann man dann da auch hupen und so? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Stopp doch mal. Ah, nein, ich kann es nicht anhalten. Es ist zu schnell. Es ist zu schnell, scheiße. Ah. Ich muss E drücken. Nein. Was war denn das jetzt? Ja, warte, jetzt, genau. Ah, ich häng drin fest. Ich kann nicht mehr raus. Ja, damit musst du jetzt nicht. Ich kann nicht mehr raus, nein. Hilfe. Oh Gott. Oh. Spaß mit Zug. Right round, baby.
Da ist der Zug wohl abgefahren, deswegen endet an dieser Stelle diese Folge PixArk. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge PixArk. Bis dann, ciao, ciao!